Liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union, lieber Philipp, dear international guests, es freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe es endlich geschafft und dass es in Rostock ist, freut mich insbesondere. Wir waren gestern in Stralsund, in der Heimat von Angela Merkel. Es war zwar das Wetter nicht so schön, aber dafür ist die Stadt und die Coconut Bar in die Coconut Bar in Stralsund klasse. Philipp war vor einem Jahr bei uns in der Schweiz am Parteikongress und dort haben wir ein Parteiprogramm, ein neues Parteiprogramm mit 22 Seiten, also die Hälfte, was ihr geschafft habt, 22 Seiten eines Parteiprogramms. Und wir haben gemeinsame Werte, eine gemeinsame Kultur und dazu noch eine gemeinsame Sprache. Und wir müssen diese Werte nutzen, wir müssen Profil zeigen, damit wir Europa weiterbringen können. Wir sind zwar nicht in der Europäischen Union, ich fühle mich aber trotzdem mit euch und als Europäer. In diesem Parteiprogramm, und das war eigentlich dann auch dann Fukushima, das gekommen ist, haben wir auch nach langer Zeit, wo wir den Ersatz von Kernkraftwerken akzeptiert haben, haben wir auch dort gesagt, nein, wir müssen aussteigen. Das bedeutet aber auch, dass wir viel investieren müssen jetzt in die Energiewende. Und heute, waren wir in Barhöft in der Nähe von Stralsund bei der ENBW und haben dort die Offshore-Anlage gesehen mit den Windkraftwerken. Und ich muss euch sagen, ihr macht einen guten Job, ihr habt Mut, vorauszugehen in Europa, damit auch in ganz Europa die Energiewende Tatsache wird. Als Schweizer kann ich es mir nicht verkneifen, die neuesten Entwicklungen in der freundnachbarschaftlichen Beziehung zwischen unseren beiden Ländern anzusprechen. Dass nun mit Peer Steinbrück einer Bundeskanzler werden will, der die Kavallerie in die Schweiz schicken will, denke ich, ist der Tiefpunkt unserer Beziehungen. Und ich hoffe und ich zähle auf euch, dass ihr euch dafür einsetzt, dass Angela Merkel auch nächstes Jahr wieder Bundeskanzlerin wird. Dankeschön.